Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee gehabt. In der Tat. Deke weiß, dass Sie sich für alle möglichen Tierwesen interessieren. Ja. Und hat kürzlich Gerüchte über ein Phönixnest auf einem Berg in der Nähe gehört. Ein Phönixnest? Ich frage mich, ob es dem Phönix gehört, den Natti erwähnt hat. Hinter dem sollen Harlow und die Wilderer her sein. Das würde Deke nicht wundern. Wenn Deke davon gehört hat, haben es die fiesen Wilderer sicher auch. Was heißt, dass er in Gefahr sein könnte. Ja. Klingt etwas gefährlich. Ich würde lieber keinen Wilderern mehr über den Weg laufen. Deke meint, das Risiko ist es wert. Ein so majestätisches Tier darf nicht in so niederträchtige Hände fallen. Deke hat irgendwie das Gefühl, dass die Rettung des Phönix helfen könnte, wieder gut zu machen, was mit Dekes altem Meister geschehen ist. Deke hofft, dass sie den Phönix finden und ihn in den Raum bringen können, wo er sicher ist. Oh Gott. Okay. Das heißt, wir gehen heute auf eine Phönix-Rettungsmission. Und zwar, das habe ich beim letzten Mal bekommen als Sprachnachricht. Phönix-Abflug. Und das hat sich schon angehört wie magische Tierwesen. Deshalb bei mir ja vor. Also es hat einfach Vorrang. Wir gucken mal. Ich wollte nur gerade wissen, ob man hätte eine Mission noch ablehnen können. Also es geht nicht. Man kann... Also ich konnte jetzt... Ich habe ja gesagt, das klingt gefährlich, auch wenn ich es auch so oder so gemacht hätte. Aber es ist halt quasi schon so, dass man es nicht ablehnen kann. Okay, Also ich würde hier hin. Und dann wahrscheinlich fliegen oder so. Mal gucken. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Weil alles einsammeln und aufräumen mache ich dann, wenn es soweit ist, ganz am Ende. Alles. Es wäre sonst echt ein bisschen, naja, es ist sehr, sehr eintönig. Deshalb würde ich das später angehen, sagen wir es so. Okay, ich hatte ja einmal jetzt Schnellreise gemacht und jetzt laufen wir dahin. Ich kann leider nicht hinfliegen, es ist scheinbar nur möglich zu laufen. Das heißt, wir laufen da jetzt komplett hin. Ich bin richtig begeistert, das merkt ihr. Kann man halt machen, nicht? Dann latschen wir da jetzt hin. Wird dann eine längere Folge, weil ich kann kann da schlecht andere Sachen jetzt machen. Also sonst hätte ich gesagt, wir treffen uns dort, aber in dem Fall... Ich soll hier außen rumlaufen, okay. Laufen wir außen rum. Das ist auch so eine Trolle, ey. Felianus! Findo! Ringo! Felianus! Glacius! Vamos.
Gladius. Findung. Expelliarmus. Confringo. Gepanzerter Troll hat ein bisschen länger gedauert. Schön. Schön, schön. Toll. Was ein bisschen komisch ist, okay, hier gibt es Kniesel. Die habe ich noch gar nicht, oder? Ich nehme die einfach mal mit. Stört sie ja scheinbar auch nicht, dass ich hier gekämpft habe, also sollte ich die doch einfach mitnehmen können. Jetzt ist alles gut. Okay, wir machen Kniesel ab jetzt. Lumos. Ja genau, wir laufen dahin. Mal sehen, wie es läuft. Ja, fantastisch. Ich habe überhaupt keinen Bock. Deshalb kann man nicht fliegen, weil man soll hier quasi lang. Okay, dann ist die Folge nur, dass wir probieren, da anzukommen. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal so. Das wird ein bisschen sehr lange dauern. Wahrhafter Troll. Hier waren dem vorbei. Ein lästiger Mensch. Dauert lange. Kein Bock mehr. Schön. Gladius.
So. Ich habe hier doch Flüche. Ich glaube, ich würde jetzt einmal kurz mir den anderen Stack freischalten und auf den halt einmal diese Flüche raufpacken. Ich glaube, hier war das. So war ich mir der Meinung, das brauche ich nicht. Aber braucht man noch nicht. Das dauert mir einfach zu lange. Das dauert mir sonst einfach viel zu lange, muss ich dazu sagen. Jetzt so zu erledigen, also man sieht es ja. So, Lucio, Serio, dann würde ich da, was auch immer, was war da noch? Hier noch Bombarda drauf, gar kein Ding. Ich meine, was ich habe, habe ich. Dann kann ich ja da. Ich probiere es jetzt einfach mal aus und hier würde ich jetzt einfach mal, damit, falls ich nachher wieder meine Stacks durcheinander komme, was wo ist. Hat ja so gut wie eh nichts hier Auswirkungen. Gucken wir uns die Sache doch mal an. Ist doch was rot. Ja, wenn ich jetzt weiterlaufen kann. Auch gut. Eingeschränkt. Ein lästiger Mensch weniger. Das sagst du zu einem Kobold? Wieso kriegen die das nicht mit, dass ich hier gerade angegriffen habe? Okay, ich kann die nicht so oft verwenden, die Flüche. Auch wenn es quasi abgelaufen ist. Tja. Dann halt nicht. Revelio. Aber die laufen halt auch einfach weg, die Kobolde. Das macht kaum Schaden, ey. Okay. Ich wollte sie zwar nicht benutzen, aber ich bin dezent genervt. Also passiert genau das. Diese kleinen Betten, die sind so süß. Dann machen wir das halt ab sofort so. Aber hier ist noch irgendwas Rotes. Da ist noch eine Kiste, die würde ich mitnehmen. Revelio. Hatte ich jetzt? Ja, da hatte ich. Da ist noch eine. Besser tot, als hier Wache zu halten. Dafür kann ich sorgen. Gar kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. Da oben. Dann gehe ich da mal hoch. Warum muss immer ich?
erstmal hoch. Ach ja. Der ist tot. Ich glaube, bei dem Stack bleibe ich. Und ich habe davon nichts gelevelt oder so. Ich glaube, dabei bleibe ich jetzt erstmal. Zumindest geht es gerade irgendwie fixer. Wenn die Kombinationen sinnvoller sind. Das macht richtig viel Schaden. Hat euch alle in den Untergang geführt. Ja. Das macht richtig viel Schaden, wenn man wenn die mit dem Imperiums Fluch verflucht sind. Weil dann kriegen die viel, viel mehr Schaden. Revelio. Also das ist ja auch so ein Ding noch. Was definitiv hier ist. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Da ich so gut gelaunt bin, machen wir das auch gleich mit. Es werden noch mehrere sein. Revelio. Wo auch immer die sind, da unten. Okay. Da ist noch eine Kiste gleich. Ja, noch immer nicht alle. Okay. Revelio. Ja. Damit wäre das erledigt. Erledigt. Aber ich finde Crucius schon schön dargestellt als Zauber. Ich habe es ja vorher nie verwendet. Ich habe es zwar gelernt, aber nie verwendet, weil ich gedacht habe, ich probiere das mal auf nette Art und Weise durchzuspielen. Aber dafür bin ich inzwischen schon irgendwie ein bisschen zu genervt. Aber das finde ich, also es ist gut dargestellt. Aber es ist auf jeden Fall anders dargestellt. Das finde ich auf jeden Fall gut. Beim Imperisfluch weiß ich noch nicht. Muss ich nochmal gucken, wie ich den so finde, sagen wir es mal so. Ja, da kann ich aber jetzt weiter. Ja, heute ist es nur eine Folge, wir laufen rüber. Achso, man muss halt wirklich hier durch. Die wollen einen zwingen, dass man hier durchläuft und nicht rüberfliegt. Warum? Du bist treu, hier zu sein. Es geht da durch. Muss schon treffen. Lebt er noch? Er hat sich da reingebackelt. Naja. Das ist halt wirklich so, man muss hier durchlaufen einmal. Das ist wirklich Sinn der Sache. Okay. Ja, heute ist Weg dahin, wo wir auch immer wir hin sollen, auf die andere Landkarte quasi. Da muss man den Weg gehen. Sieht ja niemand, dass ich das verwende. Okay. Macht schon Spaß. Oh, bitte versuche es noch einmal. Das könnte ich ewig tun. Erbärmlich. Ein Unverzeihlicher! Ein Unverzeihlicher? Ja, weil ich es kann, Digga. Und er hat jetzt keine negativen Einflüsse auf mich. Sonst müsste dieser Sebastian ja schon 10-mal von der Schule geflogen sein. Der andere ist hier runtergestürzt vorhin. Kann es ja auch mal wieder anders machen, ne? Was war das?
Oh, das ist peinlich. Was? Platzius. Das geht nicht gut für dich aus. Für dich auch nicht. Ich werde deinen Tod rächen. Okay. Platzius. Vielleicht nur. Was, Ringo? Ich kämpfe, bevor du geboren wurdest. Du lässt nach. Das war ein tödlicher Fehler. Okay, der hat jetzt aber auch wirklich mal den anderen angegriffen, sonst dauert das irgendwie mal so lange oder ich bin so ungeduldig, aber die wurden jetzt wirklich mal gegenseitig angegriffen. Ist so dunkel drin. Lumos. Kann ja nicht mit Licht rumlaufen und gleichzeitig hier kämpfen. Revelio. Wenn wir so. Da ist noch was. Ja, dann Lumos. Bin ich halt heute. Ich bin heute abgenervt, ich bin heute nicht ganz so nett unterwegs. Naja, muss man mal abkönnen, nicht? Und die Leutchen hier auch. Aber es liegt daran, dass es davor, was ich, also, das Game mich schon so ein kleines bisschen nicht mehr so catcht. Also, das ist jetzt wieder was Neues. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Passt ja, aber andere Sachen, wenn wir hier mal wieder was Neues machen. Ich weiß bloß nicht, wie man hier in das Gebiet rein muss, naja. Also. Ansichtssache halt. Ganz okay, ist Action geladen, aber ich glaube, ich nehme die unverzeihlichen Flüche dafür. Das geht dann halt alles auch irgendwie schneller. Mir aber auch brutal, das mit den anderen, die ich ja übrigens teilweise da diese Talentpunkte, okay, nur bei den einen, die ich benutze, reingepackt hatte, dass die einem überhaupt nichts bringen. Also ich habe das gelevelt und man merkt keinen Unterschied. Das ist halt einfach. Revelio. Hier gibt es noch die Kiste. Ah ne, da ist noch ein Beutel. Auch weiter unten. Nee, gar nicht. Gar nicht weiter unten. Okay. Naja. Dann benutze ich auch mal die unverzeihlichen Flüche. Das muss doch auch mal sein. Und wir machen mal wieder einen Spaziergang. Ist jetzt der Beutel? In der ganzen Dings da oben, da komplett drinne. Man kann es auch nicht kaputt machen. Ah ja. Ich glaube, das 500. Item, was man einsammelt, was nichts Besonderes das ist, das kann ich mir auch schenken. Oder die 10 Gold. 10 Gold kann ich mir, glaube ich, auch mal schenken. Es ist halt, also das, auch das Einsammeln macht keinen Spaß, weil man bekommt dann Sachen, die sind minimal besser. Das ist fast gar nicht lohnt. Benutzt jetzt nur noch die verfluchten Sachen, glaube ich. Der geht halt echt schneller, ne? Revelio. So. Weiter geht's. Ich würde Lichter anmachen, aber es bringt irgendwie nicht so viel bei mir. Nicht ganz. Sendung.
gibst eine vollkommene... Hängt dir! Ja. Deine Kunststücke verzögern nur das Unvermeidliche. Du hältst dich für so klug. Ja. Dafür wirst du bezahlen, dass ich jemanden mit dem Fluch belegt habe? Kriegen wir das dann in dem Moment überhaupt noch mit? Eigentlich nicht so. Lumos. Eigentlich eher weniger. Kann ich da reinkrabbeln? Ja. Oh, hier kann man runter. Ach, hier soll ich auch lang. Okay. Guck ich aber nochmal oben kurz. Oder nee, da soll ich nicht lang. Hier geht's weiter. Ja, guck ich kurz, wenn man da runter geht. Wo ich ankomme. Okay, hier sind Kisten. Ganz viele Kisten. Bin nur mal gespannt, wann mein Inventar wieder voll ist. Lumos. Passiert ja doch relativ fix. Ich will jetzt einfach hier runterstürzen, das geht aber nicht. Naja. Also man muss durch dieses Ding hier echt durch. Und es gehört ja den Kobolden, dieser Durchgang, der nächste Mal. Ach, und jetzt, okay, jetzt sind wir aber draußen. Sind wir auf der anderen Seite. Schön, dass wir uns sehen. Oh, ist die Seeluft nicht erfrischend? Jetzt bin ich an der Küste. Okay, und jetzt könnte ich wahrscheinlich wieder fliegen. Nehme ich mal an. Oh, hier kommt ein Wasserfall runter? Das müsste cool sein. Also hier? Doch. Ach, cool. Aber wenn ich jetzt fliegen kann, weit ist dann fliege ich natürlich. Ich meine, jetzt haben wir den Schnellreisepunkt. Jetzt muss ich da zumindest nicht nochmal durch. Also, in der Theorie muss ich da nicht nochmal durch. Warum kann man die eigentlich nicht so zerplatzen? Ja, dann die anderen. Müssen wir halt einmal tiefer fliegen und so. Ich glaube, ich habe auch noch so eine andere Aufgabe offen. Müssen wir mal schauen. Es war noch immer zu hoch. Weiß nicht, also... Wenn ich muss man ja auch so Games auf 100% haben, also so das Handbuch, aber... Wollen die so ein Bullshit nicht immer später noch ein? Schwarz-Weiß-Denken zeugt meiner Meinung nach von geringer Vorstellungskraft. Wie gesagt, das meiste mache ich eh wahrscheinlich offline. Sagen wir mal offline. Auf jeden Fall auch diese Merlin-Rätsel und so. Es ist ja auch eh alles markiert. Es ist ja schlimm, es ist ja auch alles markiert. Denken ist nicht. Also man muss es ja auch nicht merken. Wieso sind ja auch zwei Merlin-Rätsel nebeneinander? Schön. Auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall ein anderes Gebiet mit Wasser. Also an der Küste. Halt wirklich so. So. Oh, wieso? Quidditch?
Wir haben hier ein Quidditch-Feld. Hier ist auch die Höhle irgendwo. Okay. Wir haben die hier ein Quidditch-Feld. Mit Ziegen. Mit Ziegen. Also sind wir ja da. Hier wohnt hier niemand. Ja, okay. Die dürfen wenigstens noch Quidditch spielen. Andere dürfen kein Quidditch mehr spielen. Gucken wir uns die Höhle mal an. In den Phönix. Das heißt, hier sind ja Wilderer. Suche nach der Höhle. Sie ist gerade aktualisiert? Ach so, weil ich mir den Wegpunkt gesetzt hatte. Ah. Ja, ja. Und so viel dazu. Stimmt, das habe ich ja gemacht, weil ich erst die Hoffnung hatte, dass man da doch irgendwie hinkommt. Das ging aber nicht mit einem Tier, also mit einem Reittier oder mit dem Besen. Einfach nicht gewollt. Ja, aber hier gibt es auch Schneegebiet. Wir haben ja auch eigentlich Winter. Also man kriegt hier an der Küste nichts davon mit. Also da hinten ist dann wieder Schneegebiet. Wo ich nicht rüberkomme, weshalb wir durch den Durchgang mussten. Okay. Aber eigentlich haben wir noch mal Winter. Hier kann ich jetzt landen, ja? Ich habe die Höhle. Phönixberghöhle. Ah, das haben wir auch entdeckt. Und dann gehen wir rein. Dann beginnt jetzt die eigentliche Quest, die ich machen wollte. Sehr schön. Sehr schön. Finde ich gut. Suchen wir. Genau, Auftrag gestartet jetzt erst. Eine Blockade. Rookwoods Wilderer sind schon hier. Habe ich die jetzt nicht geöffnet bekommen oder wie darf ich das sehen? Bombarda! Okay, jetzt sind hier die Wilderer, nicht die Kobolde. Wir wechseln das doch mal. Okay, weiter unten muss hier eine Kiste sein. Revelio! Bombarda! Ja, weiter unten. Okay, hier gibt es auch so eine Systeme. So eine Röhrensysteme hier. Bei Gringotts. Vielleicht gibt es hier doch Kobolde. Hier diese Achterbahn. Nee, also. Komm, Ringo. War ja was. Könnte der Phönix da drin sein? Weiß ich nicht, meine Liebe. Wir gehen hier gerade einen Umweg. Ob der Phönix da drin ist, sehen wir gleich. Oder ob ich von Spinnen gekillt werde. Sehen wir auch gleich. Ich muss die Dinger vorher hier wegmachen, aber ich kann meinen Zauberstab noch nicht ziehen. Komm. Kannst du schon wieder aufrecht stehen? Komm, Fringo! Komm, Fringo! Hier ist nur eine Kiste. Revelio. Okay, dann wieder zurück. Also ich denke, der Phönix wird schon irgendwo ganz am Ende von der Höhle sein. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er hier relativ weit vorne ist oder so. Ich denke nicht. Nö. So, da kam ich doch gerade. Dann geht's hier weiter.
Okay, von da kam ich gerade. Ja. Hier hoch. Ein paar Sachen. Ich wette, mein Inventar müsste... spätestens bei der übernächsten Ruhe voll sein. Du hast gesehen, wie viel eine einzelne Feder... Was war das? Imperio! Ich hit dich schon! Offenbar haben. Hey, steht hier! Wirst du etwa noch nie? Ich hoffe, du bist ein Tierwesen. Irgendwas stimmt. Ich glaube, ich habe was gefunden. Was fällt dir ein? Du kannst mich nicht unterwerfen! Imperio! Was soll ich für dich tun? Konstringo! Nien kann ich jetzt aber noch nicht angreifen. Ah, ich! Protego! Ich bin ein furchtbarer Mensch. Aber es dauert sonst so lange. Sorry, es dauert echt Ewigkeiten sonst. Kafringo. Außerdem wende ich das ja nicht bei allen an. Das mache ich ja nicht. Die haben es aber verdient. Die quälen ja auch Tierwesen. Also kann ich die auch mal kurz ein bisschen quälen. Spinne. Okay. Acht Beine sind einfach zu viel. Acht Beine sind einfach zu viel. Ja. So, hier sind ganz viele von den Dingern. Komm, Fringo! So, bevor da die Viecher rauskommen. Ich glaube, hier gibt es auch wieder nur eine Kiste. Jetzt sind meine Ausrüstungsplätze voll. Na, was habe ich gesagt? Aber es ist aufgegangen. Also vielleicht jetzt einfach. Ich habe noch minimal Platz gehabt für das, was ich gerade eingesammelt habe. Und jetzt ist voll. Naja. Praktisch. Richtig gut. Dabei war mein Inventar eigentlich gar nicht voll. Verkauft es doch immer wieder die ganze Zeit, bevor ich hier irgendwie eine neue Expedition starte. Aber jetzt haben wir schon so viele Sachen. Mehr Wilderer? Wie viele denn noch? Da freue ich mich auch. Ich sag dir mal was. Wir könnten ganz bestimmt noch mehr Tierwesen aus Hogwarts stehlen. Wir haben noch mehr Tierwesen aus Hogwarts stehlen, meint ihr? Ich schwöre, keiner von euch hätte noch das Bereuen hergekommen zu sein. Wollen wir uns das Gitarren spielen? Idiot! Weniger in unserer Welt. Besonders ist es schlimm, unverzeihliche Flüche zu verwenden.
Aber ich darf hier so viele Leute irgendwie, also Wilderer, beseitigen, wie ich möchte. Ich meine, theoretisch sind es ja auch Zauberer. So. Müssten die nicht nach Azkaban? Weil ich schicke die ja nicht nach Azkaban. Das mache ich ja nicht. Oh Gott, was ist das? Der Phönix. Darf ich den mitnehmen? Oder auch nicht? Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Oh Gott. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Na gut, dann folgen wir ihm mal. Oh. Ich wollte da gerade runterstürzen aus Versehen. Hast du denn das vernichtet? Was habe ich? Ich mein Testament geschrieben habe. Hast du denn deins geschrieben? Stufe 3, mich nicht rein. Wie? So. Warum ist hier so ein System? Da ist er wieder. Ich weiß ja nicht, warum hier so ein System ist. Vielleicht sind hier irgendwelche anderen Tierwesen hier noch gefangen und deshalb soll ich folgen, damit ich denen helfen kann oder so. Aber warum kann ich nicht mit einem Besen folgen? Warum geht sowas immer nicht? Bin ich komisch. Denk mal die Treppe hoch. Dann gehen wir da rein. Confringo! Ja, ich muss schon da hingucken, wo ich hin will. Weiß. Okay, hier ist quasi. Also hier gab es keine Kiste. Ich müsste sonst jetzt echt mal eine Ausrüstungsgegenstände, die ich nicht brauche, mal zerstört. Wenn ich die Hoffnung habe, dass ich vielleicht andere bekomme, die ich noch nicht hatte. Beziehungsweise die besser wären. Da war gerade eine riesen Spinne, aber sie hat mich nicht angegriffen. Vielleicht gehörte die jetzt zu Deko oder auch nicht zu Deko. Confringo. Oh, hinter mir. Okay. Nee, das sind die ja. Wo ist die andere Spinne? Ach, die ist auch gerade gestorben. Okay. Nicht weiter. Ohne hier gleich runterzustürzen aus Versehen. Was? Nö. Die hat mich nicht gesehen, ich sehe nicht. Das war gerade lustig, ich bin gegen die Spinne gerannt und die Spinne ist gegen mich gerannt. Hm. Muss auch mal sein. Hier ist nichts. Oh Gott. Ja, du hast doch auch den Hippogreif gestoßen. Imperio. Vielleicht. Du wirst dein Kommen bereuen. Wenn ich auch nur eine Kratzer habe, wird sie das bleiben. Was war das?
Halt still, du kleiner Kniesel! Konkrinko! Nein! Imperium! Wie kann ich dir helfen? Für Wolkenschwinge. Ja, deshalb habe ich setze ich die Flüche ein. Revelio. Für Wolkenschwinge. Ich mach das alles nur für die Tierwesen hier. Und dann da war hier. So, jetzt mal hier rein. Erstmal da gucken gehen. Komm, Fringo! Da ist schon eine Kiste. Okay, aber das war so eine Sammlungsdöns. Ist da hinten noch was? Revelio! Das ist noch Pilze. Wo ich jetzt auch keine Tränke herstelle, aber naja. Okay. Die braucht man ja theoretisch auch nicht. Naja. Naja. Weiter geht's. Wir wollten ja dem Phönix folgen. Den habe ich jetzt schon kurz eine Weile nicht mehr gesehen. Ich muss kurz sagen, aber dadurch, dass ich jetzt diese Flüche benutze, macht es mir gerade wieder ein kleines bisschen mehr Spaß. Wurde mir nämlich ein kleines bisschen eintönig, obwohl die Quest so wegen Tierwesen schon wieder cool ist, aber wurde mir ein kleines bisschen eintönig schon. Hallo, ich will dir helfen. Ich bringe dich in Sicherheit. Ich weiß jetzt nicht, ob das so problemlos funktionieren wird. Ich bezweifle das ja irgendwo, aber okay. Okay, problemlos. Er scheint mich wohl begleiten zu wollen. Ob er wohl im Schnappsack reisen kann? Okay, dann haben wir das jetzt geschafft. Dann haben wir hier ja alles. Hier geht's weiter. Soll ich wollte gerade fragen, soll ich da runterstürzen? Aber hier gibt's einen Weg. Gehen wir bis zum Ende und dann können wir ja schnell reisen Raum der Wünsche. Zum Raum der Wünsche. Wir müssen erstmal hier nicht die ganze Küste verlassen, die Höhle verlassen. Also zum Gebiet der Küste. Und jetzt müsste ich schnell reisen können. Nehmt es da noch mit. Aber irgendwann möchte ich auch den Raum der Wünsche einrichten. Da kann man ja richtig viel machen. Aber habe ich noch nicht gemacht. Weil ich vorher die ganzen Sachen noch haben möchte. Okay. Zurück zu Deke, wir haben den Phönix. Sollten Tränke sein. Fanden Sie den Phönix? Ja, Deke. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir in Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Die kann es kaum erwarten. Ich habe aber noch einen Kniesel gefangen. Rettet. Meine Güte. Welch Schönheit!
behalten Sie sie. Gut, dass Professor Weasley und Deke Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deke. Vielen Dank. Deke ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Einmal. Nachdem Deke Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deke sich so friedlich wie seit Jahren nicht mehr. Deke wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen. Okay. So, dann haben wir den Auftrag erledigt. Wir haben Phönix. Wir haben ein neues Tiergehege. Sie haben 4. Aber es gibt nur 4. Ah ja. Okay. Ich denke mal, die Bücher da oben könnte ich einsammeln. Das heißt, wir waren heute erfolgreich. Wir haben doch den Phönix schon retten können. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Es war mir wie immer ein zauberhaftes Blumenpflücken. Ciao.